Heute geht es um das Makroobjektiv von Nikon. Nun möchten wir gleich starten mit dem Unboxing vom Makroobjektiv. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe mir das Objektiv gekauft, da ich noch ein sehr altes Makroobjektiv habe von Sigma. Ja, aus diesem Grund dachte ich, dass ich jetzt einmal auf das Neue gehe von Nikon. Wir haben hier die Anleitung und den Garantieschein von Nikon. Dann haben wir hier die Gegenlichtblende mit der Arretierung, wie es eigentlich jetzt üblich ist bei den Z-Objektiven. Ist auch sehr, ist Kunststoff, aber macht einen sehr stabilen Eindruck. Dann haben wir hier das Mikrofasertuch von Nikon und dann kommen wir eigentlich schon zum Objektiv. Natürlich satt verpackt, was sehr gut ist. So. Und nun haben wir es schon in der Hand. Es macht einen sehr guten Eindruck, wie ich das eigentlich auch erwartet habe. Von der ganzen Z-Objektiven habe ich sehr einen positiven Eindruck gehabt, gleich von Beginn an. Es fällt natürlich gleich auf, der große Bajonett-Anschluss plus auch der große Fokusring, wo wir dann die Schärfe ziehen können, was bei Makro natürlich auch sehr wichtig ist. Wir haben einen kleinen LCD-Monitor, wo wir verschiedene Informationen einblenden können und ganz hinten ist ein Funktionsring, wo ich frei belegen kann. Ja, das Ganze ist relativ groß, wenn ich das so vergleiche. Na gut, es geht eigentlich noch vom Durchmesser etwas massiver, etwas dicker. Aber ansonsten, ja, macht es einen sehr guten Eindruck. Ich freue mich, mit dem Objektiv arbeiten zu dürfen. Wir starten gleich in den praktischen Vergleich. Das neue Z-Objektiv mit dem alten Sigma-Objektiv. Wie gut ist denn jetzt das Nikon 105mm Makroobjektiv wirklich? Sehen wir die Unterschiede auf den fertigen Fotos mit Bearbeitung? Diese Frage haben wir uns gestellt und haben den Vergleich gemacht zwischen dem Sigma Makroobjektiv, das bei uns halt schon ca. 8 Jahre alt ist, und haben den Vergleich gemacht mit dem Nikon 105mm Makroobjektiv und wollen nun zusammen anschauen, ob man tatsächlich Unterschiede sehen kann. Und beim Durchschauen habe ich bisher schon gemerkt, dass der erste große Unterschied oder der erste große Vorteil beim neuen Nikon-Objektiv einfach die chromatischen Aberrationen sind. Heißt, das Sigma-Objektiv hat viel mehr chromatische Aberrationen, inklusive Profilkorrektur und Bearbeitung. Das ist das fertige, bearbeitete Foto und man merkt extrem, dass das Nikon-Objektiv viel weniger Bildfehler aufweist. Es ist einfach an den Kanten vom Zeiger, merkt man, dass das Glas einfach um einiges besser sein muss. Dann auch die Schärfe merkt man auch, finde ich, ganz klar, gerade wenn man das ganze Bild anschaut, nicht mal extrem, wenn man in die Details geht, aber als Ganzes wirkt das Foto vom Nikon-Objektiv viel brillanter, schärfer, realistischer irgendwie. Es hat mehr Details und das kommt im Ganzen wirklich, finde ich, im direkten Vergleich extrem gut raus. Vielleicht anders beschrieben, das Sigma-Objektiv oder das schlussendliche Foto wirkt ein bisschen milchiger, ein Ticken unschärfer und es wirkt ein bisschen, ja, es wirkt mehr fotografiert und das Nikon-Objektiv lässt die Uhr ein bisschen mehr leben. Was ich jetzt persönlich nicht beurteilen kann anhand des Bildes, ist die Vignette. Sollte angeblich verbessert worden sein, würde ich jetzt so auch abkaufen. In diesem Beispiel können wir das nicht wirklich beurteilen. Ist für mich in den meisten Fällen auch nicht so entscheidend, weil ich ganz an der Bildkante auch meistens kein Subjekt oder Objekt positioniere. Nun möchte ich zu der Praxis kommen. Und zwar habe ich am letzten Samstag eine Hochzeit fotografiert und die Ringfotos habe ich genau mit dieser Kombi aufgenommen. Das heißt, das neue Nikon 105mm mit der Nikon Z6 II. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Also die Arbeit ist sehr einfach geworden. Ich habe nie in den Manuellfokus gewechselt, das heißt sehr viel.
Ich war sehr begeistert, wie schnell das er den Fokus hat. Die Bilder sind extrem scharf und sehr brillant. Auch schon nur auf dem Monitor habe ich das gesehen und ich bin wirklich begeistert. Also die Bilder sprechen für sich und das Arbeiten ist viel einfacher geworden. Man muss nicht warten oder man ist nicht unsicher, ob der Fokus sitzt, sondern es ist wirklich auf den Punkt, es geht schnell und somit ist das Arbeiten wirklich einfach geworden. Ich werde das Objektiv auch weiterhin in Verwendung haben, das heißt vielleicht auch mal in einem Portrait-Shooting oder ähnliches, weil man mit 105 mm doch eigentlich eine sehr gute Brennweite hat. Ja, ich bin, wie ihr merkt, sehr begeistert von diesem Objektiv. Die Frage ist nun, ist das 105 mm für jeder Fotograf oder gibt es da nicht noch eine Alternative dazu? Und das wäre ja nun das 50 mm, das Nikon auch gleichzeitig rausgebracht hat. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich lieber mit einem 105 mm arbeite. Und zwar hatte ich eine Situation bei einem Neugeborenen-Shooting, wo ich das 50 mm von Sigma noch hatte. Das war mein erstes Makroobjektiv. Und ich habe ein Detail vom Auge des Kleinkindes fotografieren möchten. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr nahe am Gesicht des Kleinkindes bin. Und ich hatte einfach ein wenig Angst, dass wenn sich das Kind dann bewegt, dass ich mit der Gegenlichtblende dann irgendwie ins Gesicht des Kleinkindes komme. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche mal das 105 mm und bin dann auch dort geblieben. Und ich finde es genial. Mit dem Abstand ist es ein wenig einfacher oder bequemer, dass ich ein wenig weiter weg bin. Und es ist wirklich super. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Objektiv. Ich werde es weiterhin benutzen und ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ein sehr gelungenes Objektiv von Nikon. Wenn du wissen möchtest, wie du perfekt schöne Makrofotos erstellen kannst, dann schau vorbei. Wir haben ein Video erstellt. Makrofotografie, Tipps und Tricks. Wir möchten uns auch ganz herzlich bei dir bedanken. Wir haben schon 138 Abonnenten, über 9400 Aufrufen und das ist das 56. Video. Einfach genial, wie es läuft. Wir freuen uns, weiter mit dir auf dem Weg zu sein. Und übrigens, liken, abonnieren und kommentieren ist gratis. In diesem Fall oder mit diesem Satz wünsche ich dir einfach eine ganz gute Zeit. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal und tschüss.